Hallo meine lieben Freunde, es geht wieder weiter mit Let's Play Zelda The Minish Cap und ich habe es am Ende des letzten Parts ja schon mal gesagt gehabt und habe es auch genauso gehandhabt. Ich habe mir offscreen jetzt sehr viele neue Figuren hier in der Figurenlotterie besorgt und ihr wisst ja alle, ich hatte im letzten Part genau 999 mysteriöse Muscheln. Ja, und jetzt möchte ich euch gerne zeigen, wie viele noch übrig sind. Nämlich überhaupt keine mehr, ja. Ich habe so oft und so lange mysteriöse Muscheln hier immer wieder hergegeben, bis ich überhaupt gar keine mehr hatte. Und ja, ich habe jetzt einige neue Figuren. Ich habe aber noch lange nicht alle. Also es fehlen immer noch sehr, sehr viele. Aber ich kann euch jetzt gerne mal die zeigen, die ich mir jetzt im Offscreen geholt habe. Es sind sogar jetzt endlich mal ein paar andersfarbige Eier dabei gewesen. Also nicht immer nur grün gepunktete und blau gepunktete, sondern auch rot und gelb gepunktete. Das sind wieder andere Figuren. So, also schauen wir uns das mal genauer an. So, König Dartus habe ich hier zum Beispiel. König von Hyrule, aber früher hervorragender Schwertkämpfer. Als junger Mann trat er im Schwertkampfturnier gegen Alberich an und er kämpfte ein Unentschieden. Ich glaube, den habt ihr eh schon gesehen. So, oder hier Eilfried, der Postbote. Eifrig und gewissenhaft verrichtet er alle Arbeiten, die in der Post anfallen. Seinen Stempel darf keiner außer ihm benutzen, er trägt einen am Handgelenk. Neu, glaube ich, habe ich bekommen die Figur von Schlung. Besitzer von Schlums Schuhladen, er kann im Schlaf Schuhe herstellen, seine Schuhe sind von höchster Qualität, auch Zelda trägt sie gern. Interessant. Und hier haben wir Blöm, unfreundlicher Professor, der sich nur für die Minischforschung interessiert. Er ahnt nicht, dass er sein Haus mit einem Minisch teilt. Tja. So, der ist auch neu. Ernst Minitendo, Besitzer des Glücksspielladens, jüngerer Bruder von Meister Minitendo, träumt vom ehrlichen Leben, hat aber trotzdem diesen Laden eröffnet. Also das ist der Typ mit diesem Glücksspiel und der Typ, den man hier eben sieht in der Figurlotterie, das ist Meister Minitendo, den kennt man auch aus Wind Waker, weil genau da hat er ja dasselbe gemacht, hat er auch Figuren angefertigt und hier ist es in etwa gleich. Dann haben wir hier noch Aya, Besitzer von Ayas Itemladen in der Stadt. Er hat so viel zu tun, dass er sich kaum um seinen Hund Schnapp zukümmern kann. Oh, schade. Oder hier Shimaru, Besitzer von Shimarus Laden. In seinem Marionettenspiel kann man gegen Dungeon-Monster kämpfen, als wären sie echt. Ja, vor allem habe ich da auch ein Herz gewonnen gehabt. Oder hier Gormen, er möchte sein Haus in der Stadt vermieten, ist aber so arrogant, dass sich kein Mieter findet. Er selbst weiß nicht, woran es liegt. Tja. Auch Gormen kennen wir aus Majora's Mask, eigentlich ja auch aus Ocarina of Time, da war er ja Basil, aber hier in Gormen kennt man halt aus Majora's Mask, da war er ja Mitglied dieses Gormen-Ensembles und so, und ja, Anju kennen wir halt auch, ne? Junge Frau, die in Stadt Hyrule viele Hühner aufzieht, sie ist dankbar, wenn man ihre ausgewichsten Hühner zurückbringt. Ja, um ihr Minispiel werde ich mich auch noch irgendwann mal kümmern, weil bei der kann ich ja auch ein Herz gewinnen, aber das ist ein sehr schwieriges Minispiel, also was sich halt vom Schwierigkeitsgrad immer steigert. Und dann haben wir hier noch Roccoli, Gemüsehändler von Stadt Hyrule, verkauft nur frisches Gemüse, streitet sich mit Bruna darüber, was gesünder ist, Gemüse oder Obst. Tja, das ist eine sehr gute Frage, aber dadurch, dass ich eh nicht wirklich gerne Gemüse esse, würde ich mal sagen, Obst. So, hier haben wir den Briefträger, sehr verlässlicher Briefträger, bringt jeden Tag pünktlich die Post. Oder hier, der Eremit. Eremit, der auf dem Gongelberg lebt, besitzt viele Glücksfragmente, ist stolz darauf, dass er einmal im Schwertkampfturnier gewonnen hat. Das muss aber schon verdammt lange her sein. So, hier die Hexe Syrup, Hexe, die im Tyloria-Wald lebt, verkauft magisches Zubehör, sucht einen Schüler, den sie in der Kunst der Magie unterweisen kann. Dann hier auch neu bekommen die Hohe Feenkönigin. Die Hohe Feenkönigin vom Tyloria-Wald. Von ihr erhält man die große Geldbörse. Ja, die sieht richtig schön aus. Ist auch eine richtig schön, ja, in etwa große Figur, kann man jetzt mal sagen. So, wen haben wir dann hier noch? Nairu. Sie will nach Stadt Hyrule umziehen. Es besteht eine Verwandtschaft mit dem Priester von Labrina. Und hier haben wir noch Din. Sie will nach Stadt Hyrule umziehen. Berühmte Tänzerin aus Holodrum. Ne? Die beiden, wie schon gesagt, kennt man aus Oracle of Ages und Oracle of Seasons. Es fehlt halt noch die Figur von Farore. Die habe ich dabei noch nicht gekriegt. Und hier haben wir auch noch Ginster, der älteste der Waldminisch. Wohnt schon lange in der Welt der Menschen. Weiß, wo die vier Elemente sind. Er und der alte Stadtminisch sind Zwillinge. Ja, das sieht man denn noch irgendwie an. Aber die Figur von Lexter habe ich noch nicht. So, hier fehlen jetzt ziemlich viele da hier. Auch sehr putzig irgendwie. Minish Fati. Fati als Minish, bevor er zum Hexenmeister wird. War schon immer von der bösen Seite der Menschen fasziniert. Aber so sieht er irgendwie gar nicht mal so böse aus. Aber naja. So, und jetzt kommt endlich mal eine Gruppenfigur, nämlich der Hofstaat. Treue, fleißige Diener des Königshauses von Hyrule. Sie sind aufrichtig und freundlich, so wie die Mitglieder der Königsfamilie.
Also solche Gruppenfiguren, wie ich sie gerne nenne, die bekommt man eben, wenn ein rot gepunktetes Ei aus der Maschine rauskommt. Ja, bei rot gepunkteten Eiern, dann sind es immer solche Gruppenfiguren, also solche Zusammenstellungen aus mehreren Personen halt. Da habe ich, glaube ich, irgendwo noch eine. Genau hier, die Handwerker. Der Handwerksmeister und seine Leute. Er ist etwas unhöflich, aber geschickt. Seine Leute sehen aus wie Männer, benehmen sich aber wie Mädchen. Oder hier, das junge Liebespaar. Die beiden sind Nachbarn in Tirol und heißen Gernhund und Magnitz. Gernhund, Magnitz, ne? Sie wollen heiraten, aber ihre Haustiere verstehen sich nicht. Tja, naja, Hund und Katze, es ist selten, dass sich die vertragen. Und hier, auch noch eine Gruppenfigur, die Lon-Lon-Farm. Kleine Farm am Rande von Stadt Tirol. Talon und Marlon, Vater und Tochter, bewirtschaften sie zusammen. Die Milch, die die hübsche Marlon in der Stadt verkauft, gilt als sehr lecker. Ganz richtig. So, dann haben wir hier noch den Händler Goronen. Gorone, der erscheint, sobald man gewisse Fragmente vereint hat. Er verkauft Glücksfragmente. Sie sind zwar teuer, aber er verkauft auch sehr selten Stücke. Ja, und wir sehen ja auch, wie er aussieht. Ein richtiger Gorone, das ist ja auch wieder eine Anspielung an einen der fliegenden Händler aus Wind Waker, weil einer von denen sah ja auch haargenau so aus, mit dem dicken großen Rucksack und dem blauen Hut. Und der kommt auch hier vor. Wen haben wir hier noch? Ja, das sind jetzt hier Gegner, Käferstachi, Igor Steinstatue. Genau, treten im Dungeon der Geheimwelt von Tabant auf, fangen an sich zu bewegen, wenn ein Pfeil ihr Auge trifft. Man kann sich nur mit Pfeilen verwunden, also ist Ausweichen auch eine Idee. Ja, dann hier Armos. Ja, die sahen in anderen Zelda-Teilen ganz anders aus. Hier sehen sie halt so aus. Hier sind sie ziemlich fiert. Trifft man in der Ruine des Windes Marionetten aus Stein, die sich bewegen, wenn man sich ihnen nähert. Oder hier, Keton oder Kerton treten an verschiedenen Orten auf. Füchse, die Reisende und Händler überfallen. Der Angriff ist nicht stark, aber sie bewegen sich sehr geschickt. Ne? Von allem, wenn man von denen getroffen wird, verliert man ja Rubine. So, hier haben wir noch Rollassel, Spark. Oder hier, die Schattengarde treten unter anderem in der Welt von Tabant auf. Sie tragen eine Rüstung. Der Schild bietet Schutz und aus der Rolle lassen sie sich angreifen. Sind auch aus Wind Waker bekannt, gibt es auch noch in anderen Zelda-Teilen. Hier sehen sie halt wie in Wind Waker in etwa aus. Sind in meinen Augen eh in etwa die stärksten Standardgegner, weil die eben ziemlich nervig sein können und ziemlich gut gepanzert sind. So, was haben wir hier noch? Oh ja, hier, Terrorgrabscher. Treten in Dungeons auf, wird man erwischt, landet man am Eingang. Nicht einkesseln lassen, wenn gleichzeitig andere Monster angreifen. Genau, es gibt ja noch eine Art. Ich glaube, die gibt es hier sogar als Figur. Das sind dann die Deckengrabscher. Die müssen, glaube ich, dann rot sein. Das sind die, die von oben, von der Decke, wieder runterkommen und versuchen, eine zu packen. Die gibt es hier auch. So, was haben wir hier noch? Raubschleim und Rubinschleim. Steingoro. Das sind diese Steine, die da runterrollen. Diese, ja, Felsen halt. Oder hier, Dubio. Dann hier, Molblin mit Lanze treten unter anderem in Tyloriawald auf. Stützenbesichtigung und auf Link los. Wenn man sie frontal angreift, wird man vom Speer getroffen. Besser von der Seite angreifen. Genau, es gibt eine Figur von den Molblins mit Lanze, aber auch Molblin mit Bogen. Treten an verschiedenen Orten auf. Bei Sichtkontakt wird Link mit Pfeilen beschossen. Pfeile mit dem Schild abwehren und dann schnell aus der Nähe besiegen. Ja, Marienkäferstachel sind diese aggressiven kleinen Käferlein. Dann haben wir noch auch einen sehr, sehr klassischen Zelda-Gegner, den Octorok. Es gibt rote und blaue Octoroks, ziemlich lästige Gesellen. Sie treten in allen Zelda-Spielen auf und spucken mit Stein nach dir. Das stimmt ja jetzt nicht mehr. Ich meine, es ist ja auch logisch, weil Minish Cap ist im Jahr 2004 erschienen und bis jetzt ist Twilight Princess, aus welchem Grund auch immer, das bisher einzigste Zelda, wo es keine Octoroks als Gegner gibt. Ja, sogar in Skyward Sword gibt es die wieder, das sind diese Viecher im Wald, die eben auch wieder Steine spucken, die man mit dem Schild so schön tag wieder zurückschleudern muss, aber in Twilight Princess gibt es komischerweise keine Octoroks. Was ich nicht ganz verstehe, warum das so ist. Ah, oder hier. Goldener Giftwurm. Goldene Giftwurm, Märchengestalten? Ihr Lebensraum ist unbekannt. Sie sollen stärker sein als gewöhnlich und Link direkt angreifen. Hier haben wir noch Pekra und Pikra. Treten an verschiedenen Orten auf. Der schwarze Rabenvogel heißt Pekra. Wird man vom roten Rabenvogel Pikra attackiert, verliert man Rubine. Da muss man aufpassen. Und hier Stahlfuß, auch ein klassischer Zelda-Gegner. Treten in Dungeons auf. Blaue Stahlfuß springen, rote werfen Knochen. Nimmt man ihr mit Hilfe des magischen Krugs den Schädel ab, erscheint an dessen Stelle etwas anderes. Aha. Dann nehmen wir noch diese Käfer, Zorro. Dann hier Schleim. Treten an verschiedenen Orten auf. Es gibt sie in mehreren Farben. Je nach Farbe haben sie andere Eigenschaften. Ein Angriff aus der Entfernung ist immer ratsam. Ja, auch aus Wind Waker bekannt. Nur lassen die hier kein Schleimgelee fallen, weil das hier gar nicht nötig ist. Genau, Arachnus, die Klingenfalle. Und dann habe ich sogar schon
eine Figur von einem Boss bekommen, nämlich von Glirok. Tritt in der Flammenhöhle auf, Drache, der im Gongolberghaus, versteckt sich in der Lava und spuckt Flammen, die alles verbrennen. Genau, Boss-Monster kriegt man, wenn man gelb gepunktete Eier aus der Maschine rausbekommt. Also bei solchen kriegt man immer die Figur von einem Boss-Gegner. Ich glaube nicht nur von Endbossen, sondern auch von Zwischenbossen. Also Glirok ist bisher meine einzige, die ich habe. Und ja, das waren halt die Figuren, die ich mir offscreen geholt habe. Ihr seht, es fehlen noch sehr, sehr viele. Und wenn ich halt wieder genug mysteriöse Muscheln habe, werde ich hier wieder zurückkommen. Aber jetzt gehe ich erstmal. So. So, das war's jetzt mal fürs Erste. Jetzt habt ihr mal gesehen, welche ich dabei schon habe. Und ich habe mir überlegt, dass ich das vielleicht wieder so mache wie bei meinem Wind Waker Let's Play, dass ich nach dem eigentlichen Let's Play, wenn das zu Ende ist, noch einen schönen Bonus-Part wieder mache, wo ich alle Figuren des Spiels wieder zeigen werde. Ne? Ich denke, damit werden viele von euch einverstanden sein. Das werde ich auch genauso machen. Ich werde einfach einen Bonus-Part wieder machen, ganz zum Schluss, und da könnt ihr euch dann alle Figuren ansehen, die ich dann eben zeigen werde. Und jetzt ist die Frage, wo gehe ich als nächstes hin? Ich möchte nämlich immer noch nicht dorthin, wo mich der Geist von diesem König hingerufen hat, sondern ich werde... Ah ja, seht mal, mir fehlt außerdem nur noch mein einziges Herz, dann kriege ich wieder ein Herz mehr. Also, ich möchte in die geheime Welt von Tabanta, weil sich da jetzt mit dem Fragmenteverein so viel getan hat. Also, auf geht's! Ganz genau. Einmal schön reingepfiffen und da kommt das Vögelchen. So, kann ich mich ja auch wenigstens schön hinverbringen lassen, zu diesem mit mal reisen. Jo! So, geheime Welt von Tabanta. Zack! So, was macht überhaupt dieses komische Vieh hier, ne? Die Igor-Steinstatue hier. So, braucht er echt 4 Pfeile, dass die kaputt geht. So, danke. Also, das meiste war ja links oben in der Ecke. Ich kann eigentlich auch auf die Karte gucken, da wird eh alles angezeigt. So, ranzoomen. Genau, seht mal hier, überall wo diese Pfeile sind und auch diese Eingänge da, da kann ich überall was machen. Witzigerweise auch da drüben. Brauche ich hier wieder meine Pegasus-Stiefel, dass ich nicht im Schlamm versinke. So. Ah, seht mal, hier ist auch so ein... Hier ist auch so ein Blatt. Gut, man kann sich ja hier jetzt irgendwo verkleinern, aber wo war denn das nochmal? Yeah. Aua. Fies. Irgendwo konnte man sich... Ja, ja, auch nicht hier drüben eigentlich, aber... Jetzt kann ich ja wenigstens schwimmen. So, ah, hier drüben. Hier drüben ist das. Hier kann ich mich verkleinern. Und hier sind jetzt zum Glück dank der Fragmente, die ich alle vereint habe, diese winzigen Seerosenblätter entstanden. Die waren ja vorher noch nicht da, aber jetzt sind sie es ja. Das heißt, das eine wird mich... Genau, das bringt mich in das Loch da rechts oben. Ich glaube, das werde ich gleich mal nehmen. So, tinzig winzig. Hey, warte! Weil, auch wenn ich schwimmen kann, im Sumpf selber kann ich ja nicht schwimmen, das versinke ich trotzdem. So, also. Mal schauen, was da drin ist. Schwupps! Aha, eine einzelne Schatzruhe mit einem blauen Glücksfragment. Ja, okay. Da habe ich jetzt aber wirklich eh schon sehr viele. Der weiße Türm ist einfach nur geil. Aber ihr habt es ja auch gesehen, es gibt noch mehr Farben. Und der eine Waldminisch in dem Fassos hatte gesagt, er bräuchte Milch, um eine neue Tylorianda-Sorte züchten zu können. Und Milch kann man sich ja von Marlon für 100 Rubinen kaufen, aber ich glaube, das werde ich noch ein wenig, damit werde ich noch ein bisschen warten. So, jetzt geht es erstmal hier durch. Wieder so ein Seerosenblatt. So, magischer Krug und zack, 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 zack. So, sieht genauso aus wie beim Hylia-See, da war ja auch so eine kleine Passage, so ein Abschnitt. So, komm. So, jetzt habe ich hier sogar 2 Löcher. Ich glaube, eines ist mal frei geworden durch das Vereinen eines Fragments und das andere war schon immer da. Ich gehe jetzt mal in das linke. Oh, wieder eine zur Ruhe. Und ein rotes Glücksfragment. Okay. So, und das obere? Oh. Ach so. Ach,
hatte ich hier nicht sogar den Bogen bekommen? Ich glaube schon, doch, doch. Hier habe ich ja den Bogen bekommen, okay. Dann ist das linke Loch neu entstanden, als ich Fragmente vereint gehabt habe. Gut, dann wäre das auch erledigt. Jetzt schaue ich noch dort nach unten. Mann, ey, die Rosen nerven, auch wenn sie schön aussehen. Aber ja, aber ja, vorbei, ja, so. Zack, 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 die blaue Blüte ist sowieso am schönsten. So. Das heißt jetzt mit dem Blatt hier rüber und in das Loch. Ah, und lass mich raten, ein Fragment. Ein rotes Glücksfragment, natürlich. Ich könnte wieder ein bisschen Geld gebrauchen. So, jetzt gehe ich aber mal hier durch. Genau, durch die Pfützen kann ich ja eh schwimmen. Und zwar war das jetzt hier drüben, ne? Hier, ne, nicht hier, hier unten. Genau, hier ist das Blatt. So, jetzt fahre ich mal da nach drüben und gehe in das Loch hier rein. So, und noch ein rotes Glücksfragment. Wie viele habe ich denn jetzt bitte schon? Jetzt habe ich ja wirklich sehr viele. Wow. 10 rote, die so E-förmig aussehen und 9 von diesen einzelnen Ecken und 8 von den anders aussehenden und von den grünen habe ich wieder eher weniger und von den blauen habe ich jeweils 11 Stück. Also eh relativ viel, da lässt sich noch einiges anstellen. Gut. Okay, ich glaube, das waren jetzt alle Löcher. Aua, hey! Raus mit dir! Ich will hier irgendwie auch wieder runterkommen. So. Das waren jetzt, glaube ich, alle Löcher, wo ich als Winzling hinein kann. Ja, in dem Grab von Magnus dem Ersten kann ich, wie gesagt, noch nicht wirklich was machen, weil er mir ja erst dann seine ultimative Schwertechnik beibringen wird, wenn ich alle anderen Schriftrollen der Schwertkunst habe. Mir fehlt aber noch eine. Die kriege ich auch wieder von Meister Magnus. Aber er hat ja gesagt, ich soll erst wieder zu ihm kommen, wenn ich hoch und weit springen kann. Und das kann ich halt noch nicht. Das heißt, das wird leider noch ein wenig dauern so, aber jetzt mache ich mich wieder groß hier. Schwupps! Gut, dann will ich aber auch noch zur Ruine des Windes zurück. Also nicht in den Dungeon, nicht ins Tor des Windes, sondern in die Ruine des Windes. Weil da auch noch was war. Boah, seht mal, voll dumm, ich kann hier schon wieder nicht ans Ufer. Dumm, die dumm, die dumm, 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 so dumm, so dumm, warum, warum? Dann kürzen wir das ab, dann fliege ich einfach hier rüber. Denn das wird mir zu blöd. So, kann ich ja auch machen. Einfach wieder hier das anwählen. Na, komm schon. So, zu diesem Bild mal reisen. Jo, und dann bin ich wieder hier drüben. Edgy Badge. Ausgetrickst. So, rüber mit dir. Hier hat sich ja auch ein bisschen was getan. Ruine des Windes. Jetzt sind hier wieder diese Fettsäcke da. Eben die Amos-Statuen. Ja, verstehe. So, und tschüss. Oh, cool. Der hat ein blaues Kriegsfragment verloren. Alter, noch eins mehr. Und hier war ich ja schon mal drin, ne? In dem Loch. Da war ein Minisch drin. Ich weiß gar nicht, ob der vereinen wollte oder nicht. Ich kann ja noch mal kurz gucken. Willst du vereinen? Er will vereinen! Spezialereignis auch noch. Super. Mr. Fragmente fein, gut, probieren wir es aus. Na super, und ich habe natürlich was Passendes, eh ganz klar. Zack! So, was passiert jetzt? Ah, wieder mal eine Bohnenranke, die in den Himmel wächst. Supi. Das ist jetzt eigentlich schon die vierte im Spiel. Juhu, hoffentlich passiert jetzt was Gutes. Oh ja, die ist eh hier in der Nähe. Da werde ich gleich mal hochklettern und mal schauen, was mich da am anderen Ende erwartet. Ich glaube, ich weiß es sogar. Naja, ihr seht es ja eh gleich. Und hier, wo diese Arachnos gerade rumspringen, wenn man ganz genau guckt, dann sieht man auch hier, direkt vor mir, das wird es leider von der Herzleiste wenig, weil genau hier vor mir ist wieder ein winziges kleines Loch in der Wand, wo ich hinein kann. Das heißt, von hier, wenn ich von da oben komme, muss ich hier als Mini-Version hier runter und... Aha, hier kann scheinbar noch später ein Loch entstehen. Sieht zumindest so verdächtig aus. Da kann ich hier graben? Kann ich hier graben? Aha, okay, hier ist aber nichts Besonderes. Nee, aber sieht ganz so aus, als könnte hier noch so ein Loch entstehen.
So, das ist eh gleich hier oben. Da ist sie schon. So, zack. Also, ab nach oben. Eine große Schatztruhe? Yeah! Großen Pfeilköcher erhalten. Jetzt kannst du mehr Pfeile tragen. Sehr geil. Freunde, ich habe noch einen größeren Köcher gefunden. Jetzt kann ich 70 Pfeile tragen, ja? Anfangs konnte ich ja nur 30 tragen, ja, 30. Dann habe ich mir den ganz teuren für 600 Rubine bei Ayas Laden gekauft. Da konnte ich jetzt dann bislang 50 Pfeile tragen, jetzt sogar schon 70. Aber, ob ihr es glaubt oder nicht, es gibt sogar noch einen noch größeren Pfeilköcher. Das ist dann der allergrößte. Das kann man wieder als Riesenpfeilköcher betrachten. Da passen dann 99 Pfeile und den werde ich wieder geschenkt bekommen. Den könnte ich mir theoretisch auch schon holen, aber jetzt will ich hier erstmal alles erledigen. Also, oben an der Spitze dieser Ranke bekommt man einen größeren Köcher. Es ist auch eigentlich ganz egal, wenn man sich den anderen später kauft, es hängt immer damit zusammen, was man hier findet. Sandkiller. Los, komm raus da. Dann eben nicht. So, also hier. Jetzt klein machen. Dann nach links gehen. So, dann kann man hier runterklettern, weil Treppen kann man ja nicht gehen, wenn man so groß ist. Und jetzt, was heißt hier so groß, so klein? Klein, bin ja winzig, so hier. Und dann war das, glaube ich, hier. Genau. Und hier hinein. So, hier ist wieder eine Höhle. Zack, mal sehen, was ich hier bekomme. Ein Herzteil! Na bitte! Freude, das heißt, ich bekomme wieder einen neuen Herzcontainer. Da habe ich schon 14 Herzen. Es wird ja immer besser, aber mir fehlen immer noch sehr viele. So, Hauptsache ich habe wieder ein neues Herz dazu bekommen. Tada! Herzteile halten! 4 Herzteile geben einen neuen Herzcontainer. Deine Herzerlösung und du hast wieder volle Energie. Oh yes! 14 Herzen. Na wunderbar, hat sich ja gelohnt hier reinzuschauen. Da muss ich mir das jetzt noch ausrechnen. Mir fehlen dann noch 6 ganze Herzen, aber... Naja, Herzcontainer kriege ich ja auch noch und dann... Ja, auf jeden Fall, mir fehlen noch ziemlich viele Herzteile, was ich auch offensichtlich zugebe, aber... Da werde ich mich schon noch darum kümmern. Gut. Ich glaube, hier war sogar eh wieder ein goldener Giftwurm, wenn mich nicht alles täuscht. Der ist hier erschienen, weil ich wieder ein Fragment vereint hatte. Das heißt, von dem kriege ich auf jeden Fall wieder schön viel Kohle. Zack. Und im Tor des Windes selber müsste ich auch noch Geld bekommen, weil ich das damals extra ausgelassen habe. So, ich glaube, hier unten war das dann irgendwo. Oh, ja, da ist er schon. Okay, es ist kein goldener Giftwurm, es ist ein goldener Oktorok. Warte, ich gehe nochmal zurück. Jetzt ist schon wieder dieser... Eine Fette hier, der mir den Weg versperrt. Wirst du eben wieder abgeschalten. Und zack. So, selber schuld. Okay, also ich dachte zwar, es wäre ein Giftwurm, aber es ist ein Octorok in Gold. Hier. Na los, komm her. Zack. Hier, friss Schwert. Ich habe das weiße Schwert der 3. Ich bin zu stark für dich. Wahnsinn, wie viel die aushalten. Und da ist er. Sehr schön. 100 Rubine. Gut, also wie gesagt, ich gehe jetzt noch einmal ganz kurz ins Tor des Windes. Oh ja, und hier ist sogar noch eine Schatztruhe erschienen. Große Bombentasche erhalten. Jetzt kannst du mehr Bomben tragen. Hey, geil. Das ist mir auch ganz entfallen, dass es ja noch eine größere Bombentasche gibt. Ha, also eine noch größere. Die eine habe ich ja von der Fee bekommen am Gongolberg. Und jetzt kann ich 50 Bomben tragen. Aber ich glaube, den Bomben war 50 das Maximum. 50 Bomben maximal und 99 Pfeile. Na bitte, dann habe ich hier sogar eine größere Bombentasche gefunden. Das hat sich jetzt... sogar fast dreifach gelohnt, ne? Ein Herzteil, einen größeren Pfeilköcher und eine größere Bombentasche. So, und hier drin jetzt noch einmal im Tor des Windes. Das war, glaube ich, hier ganz rechts. Ich brauche sowieso meine Morlus-Handschuhe. So, hier drüben, seht mal. Da ist er.
Also, den habe ich damals extra ausgelassen, weil ich ja sowieso nicht genug mit mir rumtragen konnte. Hier ist er, ein richtig dicker, großer Grüner. Das sind jetzt, glaube ich, nochmal 50, ne? Genau. So, besser als nix. Ansonsten hatte ich ja hier eh alle Schatztruhen gefunden gehabt, das heißt, ich kann wieder gehen. Das war jetzt nur wegen dem 51er und dann wäre das auch erledigt. Gut. Also, ja, wieder weitere Verherzungen. Und hier, wie gesagt, Schriftrollen der Schwertkunst. Da fehlt mir hier noch eine von Meister Magnus. Und die letzte kriege ich dann von Magnus dem Ersten, aber nur, wenn ich hier die anderen 7 habe. So. Gut. Dann kann ich ja eigentlich jetzt gehen. Gehen wir von der Panther, das ist hier... Ja, das wird weiterhin angezeigt. Ja, beim Gongolberg habe ich eigentlich auch schon so gut alles erledigt. Und hier muss ich halt eben hin, um den Geist des Königs von Hyrule aus ferner Vergangenheit zu treffen. Den Geist von König Gustav. Aber jetzt geht's erstmal zurück. So. Am besten... Ja, wie gesagt, beim Hyrule kann ich jetzt auch nicht viel machen. Tylorabad auch nicht. Nee, dann... Dann zurück in die Stadt. Ich glaube, ich werde den Part noch beenden. Ja, der wird halt ein wenig kürzer. Aber das macht ja nichts. Ich kann jetzt noch mal gucken, ob irgendjemand hier noch vereinen möchte oder ob ich hier eigentlich so gut wie mit allen Personen schon vereint habe. Der Bürgermeister zum Beispiel, mit dem habe ich eh schon mal. Ich sage, manche Personen wollen sogar mehr als einmal vereinen. Wenn ihr euch noch erinnern könnt, im Tylorewald lebt ja ein versteckter Deko-Händler und der wollte doch wirklich tatsächlich zweimal Fragmente vereinen. Also gut, dass ich da zweimal zu dem hingegangen bin. So, Farore, die Arme, ist ja immer noch ohne Haus und die wird auch leider nie eins bekommen. Das habe ich eben schon mal erklärt, dass es in der amerikanischen und europäischen Version gar nicht möglich ist, das dritte Haus bauen zu lassen, was ich ziemlich schade finde. Aber da kann ich jetzt nichts dafür, das ist halt im Spiel so. So, will einer von euch eigentlich noch vereinen? Nö, seid alle sterbenslangweilig. Oh! Geil! Nicht so stark einen Grund für ein rotes Glücksfragment. Geil! So, was ist mit du? Ne, der will hier eh nicht. Sie sowieso auch nicht. Nee. Die Kinder hier. Die kleinen Kinder. Nö. Hier ist noch der Glücksspielerladen. Der Typ. Nö, er selber auch nicht. Also bei ihm kann man, soweit ich weiß, wirklich nur Rubine gewinnen und kein Herz. Das heißt, bei dem brauche ich eigentlich nichts weiter tun. Den kann ich ignorieren. So, Postbote will nicht, die Oma will nicht, Terry möchte nicht, Bruno möchte nicht, Roccoli möchte nicht, der Händlerkrone möchte auch nicht. Aber wie gesagt, jetzt werde ich nicht schon wieder Glücksfragmente kaufen. Aber jetzt ist mir noch was eingefallen. Hier, bei dem Brunnen. Bei dem Brunnen, wo ich die Kraftanwender bekommen habe, da ist ja auch ein Herz drin und ich habe da mal was erzählt, dass ich da nicht so wirklich rankomme, aber ich glaube, das stimmt gar nicht wirklich. So, ich probiere jetzt mal nämlich was aus. Ich werde mich hier noch schnell verkleinern, so viel Zeit muss noch sein. Der Part hat auch ein bisschen länger, ist doch egal. Stört euch ja nicht. Also, ich mache mich hier wieder tinzig-winzig. So, dann gehe ich erstmal hier runter und wieder in das Loch hier rein. So, hier hatte ich ja die Flossen bekommen. Und hier drüben, genau, hier drüben ist ja eine eingefrorene Schatztruhe. Und jetzt, da ich die Lampe habe, kann ich sie auftauen und mal gucken, was da drin ist. 100 mysteriöse Muscheln! Na super, ich habe wieder welche, sehr schön. Gut, das war jetzt, wie gesagt, mal die Höhle und jetzt gehe ich noch ganz flott noch einmal dahin, wo ich die Kraftanwender gekriegt habe, bei dem Stadtbrunnen. Weil ich glaube, dieses eine Herze kann ich doch schon kriegen, ja? Oh Mann. Ich kann hier nicht mal... Ich komme hier nicht rüber, was soll das? Ich will doch hier rüber, Mann. Ja, geht nicht, weil hier der Randstein irgendwie zu hoch ist oder so. Ist das blöd. Na ja, gut, Freunde, das kann ich aber auch im nächsten Part erledigen, ja? Sonst wird der Part wirklich zu lang, also ich glaube, es ist genug, ja? Es ist genug für heute und im nächsten Part hole ich mir dann noch das Herz dort drin und dann mache ich mich endlich auf den Weg, den verstorbenen König von Hyrule zu treffen. Also, wir sehen uns, Freunde. Tschüssele, macht's gut.